Sehr schönen guten Morgen. Wir werden eine Reise machen, die virtuelle Welt. Also nicht so die Psychonautika und die Substanzen induziert in virtuelle Welten, wo man dann sein eigenes Inneres oder die Welt in andere Perspektiven sehen kann, sondern die virtuelle Welt, so wie man sie im Internet kennt, und wie diese virtuelle Welt, respektive ihre Nutzung, die Realität widerspiegelt. Die Dynamik im Internet ist ja wirklich erstaunlich. Es war ja letzten Samstag, bei allerschönstem Wetter, eine Demonstration gegen Angst und für Freiheit, vor allem gegen Vorhaben des Herrn Schäuble. Und da bin ich also eine Woche vorher auf die Idee gekommen und habe ein Wort in die Suchmaschine eingegeben, und das heißt Schäublone. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Eine Schäublone ist eine Vorlage, um genau dieses Plakat zu machen, das Bild von Schäuble, und drunter steht Straße 2.0. Schäuble is watching you, stoppt die Vorratsdatenspeicherung. Und es gab über 60.000 Treffer für Schäublone. Also 65.000 Internetseiten haben eine Woche vor dieser Demonstration ein Hinweis auf diese Schablone, respektive eine Vorlage, dass man sich das ausdrucken kann, um solche Plakate herzustellen. Und an dieser Demonstration nahmen 15.000 Leute statt. Und heute Nacht habe ich wieder nachgeguckt und es waren schon weit mehr als doppelt so viele, etwa 135.000 Treffer bei Schablone. Das heißt, pro Demonstrant kann man sagen, 4 Internetseiten, die zusätzlich einen Hinweis auf Schäublone. Also man sieht, die Dynamik im Internet ist sehr groß und es passiert sehr schnell. In der realen Welt sind die Leute oft viel langsamer, aber in dieser virtuellen Welt, da geht es ziemlich schnell und man kann da auch sehr gut sehen, was eigentlich in der realen Welt so passiert. Übrigens für alle, die mitschreiben, die Zirkel oder Kreide, ja. Was ich so erzähle, kann man im Internet nachlesen. Das habe ich heute Nacht noch online gestellt auf www.live-fame.net. Da guckt man einfach auf Presse. Und die Pressemitteilung kann man dann sehen, die neueste. Da sind dann so praktisch alle Daten und alle Hintergrundinformationen zu den Informationen, die ich hier jetzt übermittle. Ich habe 4 Internetseiten untersucht in Bezug auf die Nutzung. Das ist nebst eventbrite, das ist die Seite von eventbrite Berlin. Die, die es nicht wissen, eventbrite sind Vereine zur Förderung der Party- und der Technokultur und zur Minderung der Drogenproblematik. Und eventbrite gibt es nicht nur in Berlin, sondern auch in der Schweiz. In Solothurn, da heißt es eventbrite.ch. Da gibt es ein Projekt in Leipzig. Das sind die Tagscouts. Die Seite heißt www.tagscouts.de. Das ist die meistbesuchte deutschsprachige Drogeninformationsseite, sowie eventuell die Schweiz die meistbesuchte Drogeninformationsseite in der Schweiz ist. Und dann noch eine Spezialitätenseite, Drogenkult.net.
das ist Drogen, Genusskultur, da geht es um Tag-Setting, Drogenkompetenz, Drogenmündigkeit oder auch Drogenautonomie. Drogenautonomie ist einfach das Gegenteil von Drogenabhängigkeit. Abhängig, selbstbestimmt, autonom. Abhängigkeit, Autonomie, Drogenabhängigkeit, Drogenautonomie. Also das Gegenteil von Drogenabhängigkeit heißt nicht Abstinenz, sondern Drogenautonomie. Das kann man eigentlich logisch, sprachlich herleiten. Bei so Untersuchungen werden von Backseiten die sogenannten Logfiles ausgewertet. Das heißt, wenn man eine Webseite betreibt, dann hat man eine Datei, da kann man genau nachgucken, von welcher Seite jemand kommt, von welcher Suchmaschine jemand kommt, was für ein Suchbegriff und was für Suchbegriffe jemand eingegeben hat. Und man kann genau sehen, wie viele Dateien aufgerufen wurde, welche Dateien aufgerufen wurde. Und wenn man etwas von Logfiles versteht, kann man noch sehr viel mehr rausfinden, bis hin zu, ja, wie einzelne Leute sich auf der Seite verhalten, wie sie hin und her navigieren. Prinzipiell als erstes sind die Angebote der Webseite. Um einen objektiven Überblick zu finden, kann man sehr einfach den Namen der Website in die Suchmaschine eingeben und das, was man sucht. Bei Google gibt man da ein Site-Doppelpunkt, den Namen der Seite, zum Beispiel www.i-rev.net, und dann gibt man den Begriff Ecstasy oder dann gibt man den Begriff Speed oder Kokain oder Methamphetamin oder Salvatilinorum oder was auch immer ein. Und dann kann man gleich sehen, auf wie vielen Seiten bei dieser Website kommt dieser Begriff vor. Vielleicht für die, die sich nicht so mit Internet beschäftigen, man kennt zwei Begriffe im Internet. Das eine nennt sich Website, das ist Englisch, und das ist sozusagen eine Domain, ein Internetportal, während wenn man von einzelnen Seiten spricht oder von Webseiten, dann meint man eine URL, also eine ganz bestimmte Seite mit einem ganz bestimmten Text. Das Angebot ist die eine Sache. Auf dieses Angebot, wenn es bei Suchmaschinen bekannt ist, kann man zugreifen über Suchmaschine. Und diese Begriffe, die man in Suchmaschinen eingibt, die sind essentiell. Es ist übrigens interessant, man kann geografisch ziemlich genau feststellen, wie intelligent Menschen in bestimmten Regionen sind. Und in Deutschland zum Beispiel, was die Bedienung von Suchmaschinen anbelangt, leben die intelligentesten Leute in Sachsen. Das merkt man nämlich, wenn jemand bei einer Suchmaschine arbeitet und Begriffskombinationen eingibt, wie lange er Eingaben macht, bis er zu einem Resultat kommt, so dass man das Resultat dann anklickt und nicht mehr weiter sucht. Das heißt, Anfänger geben meistens erstmal einen Begriff ein, tierisch viele Resultate, und wenn man dann schlau genau die Begriffe verwendet, die stark eingrenzen, dass nur die Texte kommen, die man will, dann ist das schon eine gezieltere Suche und dann gelangt man schneller zum Resultat. Bei unserer Untersuchung haben wir analysiert die gängigen Partydrogen. Da denkt man natürlich als erstes an Ecstasy, dann denkt man also an LSD oder an Zauberpilze. Aber die Substanzen spielen
eigentlich heute eine sekundäre Rolle. Das war vor 10 Jahren noch sehr anders. Heute sind die Beschleuniger wichtig. Speed, Amphetamin, Methamphetamin und Kokain. Und dann spielen noch eine Rolle, das wurde auch untersucht, das vor allem GHB, Gamma-Hydroxybutyrat, eine Kuschel- und Sexdroge, und Ketamin, das ist etwas für vor allem fortgeschrittene Psychonautiker und wirklich multidimensionales Kino in anderen Sphären zu genießen. Ketamin ist erstaunlich kontinuierlich. Belegt auf fast allen Seiten von diesen genannten Drogen den Rang ab und tut das seit Jahren. Das heißt, in Relation zu den anderen Drogen ist die Gemeinde derer, die sich über Ketamin informieren wollen, etwa gleich schnell gewachsen wie im Schnitt das Internet, aber es gab keine Schwankungen, dass jetzt besonders mal mehr Leute oder weniger Leute sich darüber informieren, und das zeugt eigentlich, dass die Leute, die das konsumieren, einer bestimmten Gesellschaftsschicht, einer bestimmten Gruppe oder bestimmten Gruppen zugehören, die so etwas praktizieren, solche Informationen weitergeben, aber es ist bis jetzt, sagen wir, von großen medialen Sensationshaschereien verschont geblieben. Denn meistens, wenn die Medien sehr intensiv vor etwas warnen, dann gibt es einen Schub erst mit der Information und in der Folge mit dem Konsum. Das hat man ja deutlich zum Beispiel bei GHB gesehen. Der Bundesdrogenbeauftragte Eduard Lindner, das war noch zu Pols Zeiten, hat unglaubliche Warnungen über GHB und wie schlimm das sei, K.O.-Tropfen und ähnliches. Und es ist sprunghaft angestiegen. Sowohl die verfügbare Information als auch die Nachfrage nach Information als auch der Konsum. Ein weiterer Punkt sind dann die aufgerufenen Webseiten. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob die Leute suchen und die Nutzer der Seite durchklicken und dann schnell wieder aufhören, oder ob sie dann auf dieser Webseite wirklich bleiben und nicht nur das Inhaltsverzeichnis abrufen, sondern auch die Texte dazu lesen. Kokain zum Beispiel ist ganz in den vorderen Positionen, was die Suchmaschinenbegriffe anbelangt. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die wollen sich und haben die Absicht, sich über Kokain zu informieren. Aber bei keiner anderen Substanz gibt es so viele Leute, die nur das Inhaltsverzeichnis angucken und dann einfach woanders weiter navigieren. Aber bei anderen Substanzen, zum Beispiel bei Psychedelika, ist zwar die Zahl der Leute, die über Suchmaschinen kommen, bei weitem nicht so groß, aber die Zahl der Leute, die das Inhaltsverzeichnis dann aufgemacht haben, die dann alle Texte lesen, die also Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4, das sind bei den ganzen Kapiteln zum Beispiel für eine Fachinformation zu der Substanz, die lesen die alle durch oder klicken sich gleich die PDF-Datei an, um sich das auszudrucken. Man muss also differenzieren bei solchen Analysen für das Informationsverhalten, die Zahl der Suchmaschinenaufrufe zu bestimmten Begriffen und die Zahl der Seitenaufrufe zu bestimmten Begriffen. Bei den Seitenaufrufen gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Das eine, das sind redaktionelle Teile, wo also die Leute von einem Verein oder die Leute von einer Kommission oder die Leute in einer Klinik oder die verschiedenen Runden oder einzelne Autoren einen redaktionellen Text verfassen mit Informationen
zu einer bestimmten Substanz. Und der andere Bereich, den man anklicken kann, zumindest bei den Tax-Scouts, bei Ebay in der Schweiz, das sind Erfahrungsberichte oder das ist ein Forum. Und das ist interaktiv, das heißt, die Nutzer der Seiten können hier ihre Erfahrungen niederschreiben, mitteilen und in einem Forum auch mit anderen Leuten diskutieren. Das heißt, das eine sind Informationen, die einen wissenschaftlichen, einen sozialen, pädagogischen oder sonstigen Hintergrund haben. Und die sind redaktionell. Und das andere sind Informationen aus erster Hand. Das heißt, von Leuten, die Erfahrung mit den Substanzen haben, die nicht irgendetwas daher erzählen, weil sie es da und da gelesen haben, sondern die etwas erlebt haben. Man darf nie vergessen, Weltanschauung kommt von Weltanschauung. Gute Bücher sind diejenigen, die einem zeigen, wie man vielleicht die Welt etwas präziser, etwas differenzierter oder etwas schöner oder intensiver anschauen kann, um sie mehr zu genießen. Aber letztendlich kann man in einem Buch immer nur die Weltanschauung eines anderen lesen. Und da jeder Mensch anders ist und jeder Mensch die Welt in seinem Gehirn abbildet, jede Information geht ja über Sinnesorgane rein, wird umgewandelt und dann im Gehirn wieder zusammengestellt, so hat jeder sein eigenes Weltbild und seine eigene Weltanschauung. Ein weiterer Bereich sind die Verhältniszahlen zwischen den Aufrufen von redaktionellen Seiten und den Aufrufen von, ja, sagen wir, autonomen Seiten, die autonom frei von Drogengebrauchern beschrieben wird. Hier zeigt sich schon, dass es große Unterschiede gibt. Zum Beispiel, Kokain war vor 10 Jahren im Internet und auch bei den Erfahrungsberichten ziemlich am Rande. Selbst lagen Ecstasy, Psychedelika und Cannabis. Doch zunehmend rückten die Stimulantien vor. Sowohl beim Aufrufen von Stoffseiten, von Substanzseiten, die redaktionell erstellt wurden, als auch von Erfahrungsberichten. Doch wenn man das etwas differenzierter anschaut, dann merkt man, je härter im klassischen bürgerlichen Sinn gemeint eine Droge ist, umso größer ist der Anteil der Personen, die sich lieber Erfahrungsberichte durchlesen und erst in zweiter Linie redaktionelle Teile. Und je softer eine Droge ist, eine weiche Droge, obwohl diese Einteilung ziemlich willkürlich ist, dann zeigt sich, dass die Leute mehr redaktionelle Teile lesen würden. Nehmen wir zum Beispiel Amphetamin und Methamphetamin. Amphetamin lesen weit mehr Leute redaktionelle Teile, während bei Methamphetamin, zu dem erstaunlicherweise, obwohl es weniger konsumiert wird, genauso wie Erfahrungsberichte ins Netz gestellt werden, lesen die Leute ungefähr gleich viel Erfahrungsberichte wie Fachinformationen von Redaktion. Bei Kokain nimmt die Zahl der Erfahrungsberichte zurzeit massiv zu, wirklich massiv, und die Zahl derer, die Fachinformationen lesen, ist auch sehr groß, und zwar deutlich größer als die
die Erfahrungsberichtung ist. Wobei hier Kokain als Kokain-HCl gemeint ist, das Hydrochlorid, also das Kokain, das man sich durch die Nase zieht. Wenn man aber das Kokain braucht, nämlich die Base, dann zeigt sich, dass es weitaus mehr Leute gibt, die Erfahrungsberichte lesen und weit weniger Leute gibt, die im Verhältnis dazu redaktionelle Informationen lesen. Es ist übrigens interessant, es gibt eine Droge, über die redet man in letzter Zeit sehr wenig, weil der Staat sie auch abgibt. Das ist Heroin. Ziemlich unbemerkt von der Öffentlichkeit spielt Heroin, vor allem das Interesse für Erfahrungsberichte, eine zunehmende Rolle. Bei den Drug Scouts in Leipzig war Heroin letztes Jahr und auch dieses Jahr in der Anzahl der Erfahrungsberichte, die eingereicht wurden, Nummer 1 an erster Stelle. Sogar vor den schnellen Drogen, vor den Emmatogenen wie Ecstasy oder Psychedelika wie LSD oder Zauberpilze. Und dieses Jahr ist auch die Zahl der aufgerufenen Erfahrungsberichte bei Heroin auf Platz 1, während bei den aufgerufenen der nationellen Teil auf Platz 10. Bei keiner anderen Droge ist der Unterschied so groß wie bei Heroin. Die Bevorzugung originärer Erfahrungsberichte im Vergleich zur redaktionellen Ausführung. Auch in der Schweiz zeigt sich, dass das Interesse für Heroin und zwar auch Erfahrungsberichte massiv zugenommen hat. Es ist an vierter Stelle bei den Erfahrungsberichten. Bei IDN Schweiz aufgrund des Strategieprogramms ist Ecstasy auf Position 1, dann kommt Ritalin, dann kommt Speed und dann kommt Heroin. Aber auch dort, bei den aufgerufenen Informationsseiten, auf Platz 8. Hier kann man feststellen, wenn man das so abwägt zwischen einzelnen Substanzen, wie groß diese Verhältnisse sind, wenn zu bestimmten Substanzen längere Zeit ziemlich propagandistische Kampagnen durch die Medien gehen, Drogenbeauftragte irgendwelche Sprüche dazu ablassen, umso geringer wird der Anteil bei den redaktionellen Informationen und umso größer der Anteil bei den Erfahrungsberichten. Man kann also daraus schließen, und das gilt nicht nur für Konsumenten, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit, das sind ja nicht alles Konsumenten, die sich über Drogen informieren, sondern Geschwister oder Eltern oder Ehefrauen, Verwandten, Freunde oder wer auch immer. Aber das Vertrauen in Informationen, das kann man gut belegen über die Jahre hinweg, wenn man diese Analysen anschaut, wird geringer, egal ob sie von Universität oder Drogenberatung oder von Politikern kommen, sobald es redaktionelle Beiträge sind, die größer und bestimmte Kampagnen waren oder sind. Das heißt, die Kampagnen bewirken eigentlich das Gegenteil wie diejenigen, die die Sponsoring machen oder die Steuergelder dafür freigeben, eigentlich beabsichtigen. Die Zunahme des Interesses für Kokain, übrigens auch die Zunahme des Konsums. Es gibt ja so Untersuchungen, das ist der Herr Sörgel in Bayern, bei Nürnberg, da hat so ein Institut für Substanzmessungen und einer seiner Hobbys ist, Abwasser zu untersuchen. Also das,
das mit der Klospülung, wie die Kläranlage geht, das untersucht er. Und zwar auf Stoffwechselprodukte, die beim Drogenkonsum entstehen. Und beim Konsum von Kokain entsteht Ecbomin. Ecbomin kommt sonst nicht vor, sondern ist nur ein Stoffwechselprodukt. Er untersucht auch andere Substanzen. Also er kann zum Beispiel auch den Maikonsum im Verhältnis zur Menge von Substituierten und wie viel Substituierte in einer bestimmten Gegend wohnen. Das kann man alles im Abwasser heute feststellen. In einem kleinen bayerischen Dorf könnte man feststellen, ob da ein Buxolot oder keiner. Also, es ist vielleicht angeraten, je nachdem, wo man wohnt, die freie Landschaft zu gebrauchen und nicht die, sagen wir, Zwangswasserabgabe, Kanalisationsinfrastruktur, weil man sich verraten könnte. Das ist so wie mit der die Vorratsdatenspeicherung. Man muss immer vorsichtiger sein, durch zunehmende Technik kann man immer mehr aufspüren. Auf jeden Fall, Söbel und Kollegen haben festgestellt, dass der Kokainkonsum in Deutschland mindestens doppelt so groß ist, wie allgemein angenommen und bislang publiziert wurde von den Instituten, die diese regelmäßigen Umfragen machen. Das ist übrigens auch in der Schweiz und in Italien so. Da wurde ziemlich viel gemessen. In New York ist es sogar massiv viel mehr. Und Kokain wird in anderen Kreisen konsumiert als zum Beispiel Speed. Und das ist erstaunlich, es gibt kaum zwei Drogen, die sich so ausschließen. Speed-Freaks oder Vitamin-Freaks, die mögen diese Substanz, die arbeiten mit dieser Substanz, die brauchen die zum Feiern und für alles Mögliche und die lehnen Kokain strikt ab. Und es gibt andere Leute, die schlupfen Kokain und schauen auf die Speed-Freaks runter, weil Kokain ist immer noch ein bisschen was Besseres, was Edleres. Und anscheinend ist das auch für die Behörden so. Denn obwohl der Kokainkonsum in den letzten Jahren zugenommen hat, das Informationsbedürfnis dazu massiv zugenommen hat, ist die Zahl der von der Polizei ertappten Kokainhändler in Deutschland seit der Jahrtausendwende etwa um die Hälfte zurückgegangen. Auch in der Schweiz in den letzten zwei Jahren ist die Zahl der ertappten Kokainhändler um ein Drittel zurückgegangen. Hiermit offensichtlich eine selektive Drogenrepression praktizieren. Leute, die auf eine Chorparty sind, die haben einkesseln an der Zufahrtsstraße, machen Polizeikontrollen, die sehen ja inzwischen aus wie früher die innerdeutsche Grenze, wo man durchfahren muss, Röntgenanlagen und Blutarzt und ähnliches. In Brandenburg. Und da wird im Allgemeinen erstaunlich wenig Kokain gefunden. Und an anderen Stellen, nämlich da, wo das konsumiert wird, das ist zum Beispiel in Redaktionen, in Zeitungen, Fernsehanstalten, da zeigt sich. Darüber berichtet man nicht gern, man berichtet nicht über Drogen, die auf eigenen Schreibtisch liegen. Und so kommt es auch vor, also dieses Jahr sind in Italien wieder Leute gestorben. Vor zwei Jahren war das auch schon mal der Fall. Und es mussten europaweit dutzendweise Leute in Krankenhäuser gefahren werden, weil Kokain mit Atropin vermischt war. Ich muss dazu sagen, die sind chemisch miteinander verwandt. Und wir haben im deutschsprachigen Raum Dutzende Zeitungen mit unserem Newsletter angeschrieben, die Informationen gegeben. In Frankreich hat sich das Gesundheitsministerium gewarnt. In Italien haben die Behörden davon gewarnt. Vor zwei Jahren, als diese Atropin-Kokain-Geschichte, das war November, Dezember,
Konsument war, hat nicht eine einzige deutschsprachige Zeitung darüber berichtet. In Frankreich waren es etwa 20, in Italien etwa 30. Wenn man sich vorstellt, wenn in England ein Mädchen, die im Ecstasy stirbt, dann ist das in der Bildzeitung die größten Blätter wert, die sie irgendwie zur Verfügung haben in ihrer Setzerei, die sie da hinsetzen können. Alle Medien sind voll. Und Tomaso ist erzählt, tralala, bei RTL und Sat.1 und sonst von überall, wie schlimm das auch sei. Und bei anderen Substanzen wie Kokain, schweigt. Hier ist Aufklärung nötig. Und vor allem auch ist nötig, weil Kokainisten schreiben nicht so viel über ihren Konsum. Und sie schreiben auch viel kürzer. Zum Beispiel bei Kokain kann man easy auf einer URL, ohne dass man zu lang scrollen muss, 20 Berichte bringen. Bei den anderen Substanzen höchstens 10, bei Psychedelika ist es meistens angebracht, nur 5 auf unter einer URL und dann die nächsten 5 auf einer neuen Seite, weil Leute, die über LSD-Erfahrung oder über DMT-Erfahrung oder über Pilz-Erfahrung schreiben, sind differenzierter schreiben als Leute, die über Kokain schreiben. Zudem ist es jetzt auch auffällig, wenn man diese ganzen Erfahrungsberichte, wir jagen die auch durch Wortzählmaschinen, da gibt es sehr interessante und bequeme Tools von der Universität in Leipzig, Wortschatz, Uni Leipzig in die Suchmaschine eingeben, dann findet man das, da kann man die linke Nachbarn und die rechte Nachbarn, also die Verknüpfungen der Worte, auch noch analysieren. Und bei Kokain hat man am meisten Worte aus der Fäkalsprache. Während ich den Foren und bei den Erfahrungsberichten, zum Beispiel zu Salvia Divinorum, haben wir nicht ein einziges gefunden. Also die Konsumenten wissen sehr genau, wie sie ihren Umgang mit der Substanz einzuschätzen haben. Und wenn man etwas gegen die Problematik tun will, in Sachen Kokain. Kokain ist in einem Punkt ein bestimmtes Problem, weil es gibt kein Substitutionsmittel. Es sei denn, also es gibt da eine Firma, die bietet Ritalin an, aber Ritalin ist ja das Medikament. Man kann immer wieder neue Krankheiten erfinden oder irgendwas, dafür ist es immer geeignet. Das vernünftig ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt kein Substitutionsmittel. Also wer einmal so richtig Druck ist auf Kokain oder auf Crack, hat es relativ schwerer davon loszukommen, als, sagen wir, jemand, der Opiate so konsumiert hat, dass er sich davon abhängig fühlt. Und bei Abhängigkeit, wenn man sich von der Substanz abhängig macht, das ist auch sehr individuell. Es gibt Leute, die können 10 Jahre Heroin konsumieren und können ohne ärztliche Hilfe und ohne Substitutionsmittel einfach aufhören. Das waren zum Beispiel auch Leute im Heroin-Programm, also die sogar sauber vom Staat kriegen. In der Schweiz gibt es ja Heroin so mit Plastikkarten, mit Kreditkarten, weil es billiger als das Personal. Leute, die über ein halbes Jahr im Heroin-Programm sind und sich als zuverlässig erweisen, schieben die Karte rein, können eintippen und dann kommt der Stoff raus. Und die Substanz, die angeblich so süchtig macht, es werden nur etwa 70% der Kontingente ausgeschöpft. Also die könnten mehr holen. Das tun sie nicht, weil sie wissen, wenn sie wieder was brauchen, kriegen sie wieder was. Bei Kokain ist man noch nicht so weit. Und es fragt sich auch, dass es vernünftig wäre, entsprechende Programme mit Kokain zu machen. Auf jeden Fall, das Informationsverhältnis ist ein sehr anderes. Die Heroin-Konsumenten schreiben sehr viel über ihre Erfahrung und das lesen auch sehr viele Leute. Kokain-Konsumenten schreiben kürzer und weniger
und das Lesen auch im Verhältnis weniger Wort. Und ich denke, für eine seriöse, gute, ja, ich kann ruhig sagen, Erziehung zur Drogenmündigkeit, Erziehung zur Drogenkompetenz, damit eben jemand ein verantwortungsvolles Risikomanagement machen kann, sollte man die Gelegenheiten nutzen, wenn man Geld, Kokain konsumiert, ihn zu animieren, sie zu animieren, Erfahrungen mitzuteilen und einfroren. Und die Kommunikation fördern. Nichts ist eigentlich stabilisierender für eine Szene, wie wir die Leute richtig miteinander kommunizieren. Je offener, je ehrlicher, je transparenter diese Kommunikation ist, umso größer ist die Chance, dass Leute etwas lesen und denken, oh, das ist ein guter Ratschlag. Weil Konsumenten, die über etwas konsumieren und darüber berichten, die haben nicht in erster Linie den Zeigefinger, sondern die haben in erster Linie, wenn man das mit das so kombiniert, dann ist es angenehm, aber wenn man noch das dazu nimmt, dann kriegt das Zittern oder man kriegt Schweißausbrüche oder ab dieser Dosierung tut es auf einmal weh. Und das sind ja Hinweise zur Genussoptimierung. Also bei Druckinformationen sollte man viel mehr auf die Genussoptimierung, auf das Wohlergehen und viel weniger nur auf die sogenannten Risiken und Nebenwirkungen. Weil das Hervorheben dieser Risiken und Nebenwirkungen ist ja auch schon wieder ein Teil von Set und Setting. Wenn jemand einfach nur Schlimmes über eine Substanz gelesen hat und die dann konsumiert, dann passiert vielleicht daraus Schlimmes, weil das ständig in den Kopf rumkreist. Aber wenn man Hinweise gelesen hat, wie man das besser genießen kann, worauf man achten muss, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass einer sonst ähnlichen Situation das Erleben wesentlich angenehmer wird. Es ist auch interessant, wir machen ja verschiedene Organisationen europaweit eine sogenannte Safer Sniffing Kampagne. Die ersten waren die Franzosen, in Paris und Techno Plus, Jean-Marc Prier, der war da deswegen vor 4 Gerichten, das heißt die Staatsanwaltschaft in Frankreich weiter erhöhte. Propaganda machen für den Drogenkonsum und es ist also durch alle Gerichtsinstanzen bis zum höchsten Gerichtshof, Appellationsgericht in Paris gegangen. Dann wurde er freigesprochen, weil er Safer Sniffing Hinweise ins Netz gestellt hat und Schlupfröhrchen auf Partys verteilt hat. In Deutschland ist das nicht viel anders. Wir haben Drug-Checking gemacht und auch da Polizei, Staatsanwalt, Gerichte, auch da Freisprüche. Das heißt, Gerichte denken oft sehr anders als Staatsanwälte. Und gerade in Sachen Prävention, da muss man wirklich helfen, dass man überhaupt vernünftige Drogeninformation und Prävention machen kann. Beim Safer Sniffing, zeigt sich, dass zum Beispiel Konsumenten von Amphetamin oder Methamphetamin das erstaunlich schnell kapieren. Wenn wir in einem Club stehen, und man sieht ja sehr schnell, wofür die Leute sich interessieren, ob sie die Info zu Amphetamin und Speed nehmen oder ob sie zur Info Kokain-Tanz aus der Reihe zuerst greifen, dann sieht man ja sofort, was ist von Interesse. Und wenn man mit Leute, die Amphetamine nehmen, über Safer Sniffing redet, oh, das habe ich gar nicht gewusst, und oh, Wahnsinn, toll, und merke ich mir, und auch die Mitnahme von Schlupfröhrchen ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Manche wundern sich, sagen, oh, das finde ich völlig normal, wenn man Fingertips und Papers am Stand hat. Aber dass man die gleiche Akzeptanz als
Aufklärungsinstitution oder Informationszentrale Apfelschnupfen hat, dann merkt man, dass Schnupfen eine andere Ebene als Rauchen ist. Die Reaktionen sind sich nicht anders. Die Leute kommen, gucken, zögern jetzt, lesen den Zettel und dann wie so ein erleichtertes Lächeln. Da merkt man, jemand, der Nasen zieht, wird von größeren Kreisen diskriminiert wie jemand, der Gift. Das ist die Realität, das kann man ablesen. Also man kann sehr viel über gesellschaftliches Denken, ohne die Leute direkt zu befragen, sehen, einfach aufgrund indem man Reaktionen beobachtet, wie Leute sich verhalten oder wie sie schreiben und ähnliches. Bei Kokain, die zuerst nach Kokain greifen, ist das Zögern viel größer und auch das Glauben oder die Bereitschaft überhaupt darüber nachzudenken, da ist die Schwelle viel größer. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, mit einem Zutrieb über Sexual-Use-Applikation der Substanz zu reden, als mit einem Nächsten. Da müssen wir sich oft nur Sprüche anhören lassen. Das heißt, substanzspezifisch oder vielleicht auch COVID-bedingt durch Charakter und daher dann die Substanzwahl, ist da ein Unterschied. Vielleicht abschließend, der Konsum von Amphetamin, Methamphetamin, Kokain ist stark hinzunehmen begriffen. Und es zeigt sich, wenn man Statistiken anschaut, auch das Informationsbedürfnis. Bei den Drug-Scouts zeichnet sich das am stärksten ab. Leipzig liegt in Sachsen, Sachsen liegt in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland muss man mehr Leistung erbringen für das gleiche Gehalt oder für die gleichen Annehmlichkeiten als im Westen oder in der Schweiz. Oder anders ausgedrückt, der soziale Druck ist größer. Obwohl der soziale Druck größer ist, ist die Neigung dazu da, bei vielen Menschen auf jeden Fall, sich zumindest darüber zu informieren, ob man, um diesem Leistungsdruck gerecht zu werden, nicht irgendwelche chemische Hilfsmittel einnimmt, wie Amphetamin oder Methamphetamin, damit man mithalten kann. Wenn man also etwas unternehmen will, um die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Ausbreitens von Amphetaminen, dann ist es an der Zeit, in erster Linie sich zu engagieren, dass in dieser Gesellschaft der Leistungsdruck nicht so stark wird, dass viele Leute nicht mehr Schritt halten können, sondern riskieren abzurutschen. Und auf der anderen Seite geht es um Diskriminierung, da sind wir bei Heroin. Wenn man bestimmte Gruppen ausschließt, wenn man bestimmte Gruppen von der Teilhabe ausschließt und sie sozusagen zu Verlierern werden, dann entsteht die Neigung, falsch aus der Welt zu flüchten und zu einem Mittel, ein Betäubungsmittel, Heroin ist ja eines der wenigen Betäubungsmittel, wo Betäubungsmittelgesetz ist tatsächlich ein Betäubungsmittel ist, zu konsumieren. Das heißt, durch verwehrte Teilhabe, das ist nicht nur materiell, sondern auch gesellschaftlich, kann man einwirken auf das Konsumverhalten. Also Sozialpolitik, Kulturpolitik, das ist essentiell für eine vernünftige Drogenpolitik. Verbote und Gesetze, das hat sich gezeigt, die nützen recht wenig. In diesem Sinne, viel Spaß an diesem Kongress und danke für die Aufmerksamkeit.